Vor 25 Jahren ist Folgendes passiert. Ich bin zusammen mit 5 Geschwistern auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen. Meine Eltern haben ziemlich schwere Schicksalsschläge erlebt. Einer der schlimmsten war, als mein Bruder mit 21 in einer Hütte verbrannt ist. Und das andere ist, auch der Stall ist abgebrannt. Auch das war ganz schlimm für uns, weil dort sind auch Tiere ums Leben gekommen. Auch ein weiterer Schicksalsschlag war, wo meine Mutter Asthma bekommen hat. Meine Mutter hat sehr schwere Asthmaanfälle und war auch immer wieder bewusstlos. Und ich musste erleben, wie sie manchmal fast am Sterben war. Das hat mich alles näher zu Gott gebracht. Und ich habe damals gelernt, auch zu Gott zu beten. Und zwar ist meine Schwester mal mit einer Frau auf Besuch gekommen, mit einer jungen Frau. Und ich habe mich damals in die Frau verliebt. Und sie hat eigentlich mir auch gezeigt, wie Gott wirklich ist. Ich habe dort auch Jesus kennengelernt. Wir haben auch die Bibel gelesen und ich war eigentlich total überrascht gewesen, wie Gott ist, wie Gott Liebe ist. Das hat aber jemandem gar nicht gefallen. Zum Beispiel meine Eltern, die haben sich extrem daran gestört, weil es halt nicht die Kirche war, die sie gerne gehabt hätten. Und darum haben sie das auch versucht zu verhindern. Sie haben zum Beispiel einmal den Pfarrer geholt und haben gesagt, du musst jetzt aufhören mit dieser Beziehung. Und ich habe dann den Pfarrer gefragt, wieso? Und habe auch meine Fragen an ihn gestellt, zum Beispiel, wieso ein Pfarrer nicht heiraten darf, wo das in der Bibel steht. Auf das hat er von der Bibel her keine Antwort geben können. Auch habe ich ihn gefragt, wieso das Kind getauft werden und nicht Erwachsene. Das ist ja nicht biblisch. Auch auf das hat er eigentlich nur die Antwort gegeben. Ja, Markus innen steht, Jesus hat Kind zu sich genommen und hat sie gesegnet. Aber für mich ist das eigentlich auch nicht eine ehrliche Antwort gewesen. Und so sind so viele Fragen gewesen, die ich an ihn hatte. Und er hat anhand der Bibel keine Antworten gefunden. Und ich habe eigentlich gesehen, dass das eigentlich schon richtig ist, was wir machen. Und ich hatte den Pfarrer gefragt, was soll ich jetzt machen? Ich liebe die Frau. Und er hat gesagt, ja, es gibt ja noch Haufen andere Frauen auf dieser Welt. Ich soll die Beziehung beenden. Im ersten Moment wollte ich es wirklich machen, weil ich so viel Druck hatte, sei es jetzt von meinen Eltern, aber auch mein Arbeitgeber ist auch informiert worden. Oder es ist sogar im Kirchenblatt gestanden, dass man aufpassen soll. Und all diese Sachen, die haben mich total verwirrt und ich wollte zuerst eigentlich die Beziehung beenden zu meiner Frau oder damals zu der Freundin. Und Gott hat mir aber gesagt, ich soll das nicht machen. Er hat damals richtig zu mir geredet. Ich weiss noch nicht genau, wie das war, aber ich habe das richtig gespürt, dass Gott sagt, nein. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, dass es falsch ist und dass es Sünde wäre, wenn ich das machen würde. Und so habe ich mich entschieden, dass ich den Weg mit meiner Frau gehe und auch das machen will, was die Bibel sagt. Und so bin ich eigentlich ausgestoßen worden von daheim. Mein Vater hat mich mit dem Gewehr rausgejagt. Und hat auch gesagt, er will nicht, dass ich noch einmal den Hof betreten darf. Und so sind wir weggezogen. 2 Jahre haben wir von daheim weggelebt. Und haben eigentlich eine schöne Zeit gehabt. Ich habe mich dort auch entschieden, mit Gott zu gehen. Ich habe mich dann auch taufen lassen und ich habe wirklich eine ganz schöne Zeit erlebt mit Gott. Und
Wir haben dann auch geheiratet. Und irgendeinmal nach dieser Zeit ist mein Vater auf mich zugekommen und hat gesagt, ob ich jetzt nicht doch wieder heimkommen will. Sie sagen eigentlich, dass wir ganz gute, anständige Leute sind und wir können jetzt doch den Hof wieder übernehmen. Und wir haben dann gesagt, ja, wir kommen, aber nur, wenn es Gottes Willen ist. Weil wir haben gewusst, auf dem Hof hat es eine Kapelle. Und in dieser Kapelle ist eine Figur, oder man kann auch sagen Maria, die angebetet wird. Und wir wollten nicht Maria anbeten, sondern wir Gott dienen. In 2. Mose 20 heisst, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Diene ihnen nicht. Und wir wollten nicht einem anderen Gott dienen. Auch nicht der Maria. Der Pfarrer hat zwar gesagt, ja, wir dürfen sie nicht anbeten, wir dürfen sie nur verehren. Aber das stimmt nicht. Überall in den Kirchen wird Maria angebetet. Sie gehen im Gebet, gegrüßt sei es zu Maria. Auf jeden Fall haben wir uns entschieden und haben gesagt, wenn das so ist, wenn wir nicht auf den Hof, nur mit dieser Bedingung, wenn die Maria rauskommt. Und wo der Vater gehört hat, anhand der Bibel, wo wir 2. Mose 20 gelesen haben, hat er gesagt, ja, wenn das so ist, dann könnt ihr sie rausnehmen. Aber wenn ich verloren gehe, dann ist der Pfarrer die Schuld. Und so haben wir dann die Maria rausgenommen, ich habe sie in die Tücher gewickelt und die Estrich aufgetan. Und das war ein Fehler. Weil irgendeinmal, als ich weg war, an einer Tagung, läutet meine Frau ganz verstört an und sagt, etwas hat sie in der Nacht gewürgt. Und sie war total panisch. Und dann haben wir uns entschieden, zu beten für das. Und dann hat es auch aufgehört. Aber als ich heimgekommen bin, habe ich gewusst, was ich tun muss. In der Bibel heisst es, man soll Götzen, wo man dienen tut, verbrennen und ihnen nicht mehr weiterhin dienen. Und wir haben das gemacht, was in der Bibel steht. Und wir wollten eigentlich Gott folgen. Wo wir das gemacht haben, haben wir Befreiung erleben. Wir haben gemerkt, wie das Haus frei wird. Und sogar meine Eltern waren auch wieder offen für das Evangelium. Wir konnten ihnen auch etwas hier für Gott erzählen. Wir haben dann auch 2 Kinder bekommen, einen Bub und ein Mädchen. Und wir haben mit ihnen zusammen den Weg mit Gott gehen. Jetzt, als ich etwas älter bin, darf ich sagen, dass Gott uns extrem gesegnet hat. Er hat den Hof gesegnet. Er hat unsere Kinder gesegnet und er hat auch dafür gesorgt, dass wir kein Unheil hatten. Weil der Vater hat damals gesagt, wenn ich Maria wegtönt aus dieser Kapelle, dann werdet die Bäche über die Ufer laufen und wird euch alles verwüsten. Aus diesem Grund hat man auch die Kapelle im 17. Jahrhundert gebaut, dass sie als Schutz dienen soll. Aber das Problem war, dass das gar nie der Fall war. Als meine Eltern den Hof hatten und ich jung war, sind jahrelang immer wieder Pech raus und haben alles überflutet. Als wir uns aber entschieden haben, die Maria zu entfernen, damals vor 25 Jahren, seither ist nie mehr der Bach über die Ufer. Und wir hatten nie mehr Probleme gehabt, dass irgendwie etwas verwüstet worden ist durch die Bäche. Sie sind an anderen Orten raus, beim Nachbar sind die Bäche über die Ufer. Und eigentlich ist es vom Gelände her gar nicht möglich, weil unser Hof am tiefsten liegt und die Bäche müssen durch unseren Hof laufen. Sie sind sogar durch Stall und Gebäude gelaufen, aber bei uns ist nichts passiert. Und ich möchte einfach Gott Danke sagen, dass er uns bewahrt hat auch und dass er uns segnet. Er hat ja gesagt, wenn wir Gottes Wille tun, seine Gebote halten, dann wird er uns auch segnen. Und auch unsere Kinder wird er segnen. Und das hat er gemacht. Ich bin der Beat und ich glaube, dass Gott existiert.